Die Floskel vom schnelllebigen Fußballgeschäft wird ja immer wieder gerne benutzt. Bei Ramon Berntroth aber ist sie durchaus angebracht. Zuletzt als sportlicher Leiter des Nachwuchsleistungszentrums eher im Hintergrund tätig, ist er nun als Interimstrainer von Darmstadt 98 plötzlich mittendrin im Bundesliga-Zirkus. Wie ist jetzt nochmal Bundesliga-Trainer zu sein? Ach, naja. Das ist gar nicht so. Ich sehe einfach Hilfe intern im Verein. Ich habe schon öfter von der Aufgabe hier gehört. Viel Erfolg. Danke. Als die Linien nach der Entlassung von Norbert Meyer eine Übergangslösung suchten, fiel die Wahl auf Bernd Roth. Der war in diversen Funktionen schon bei fast allen höherklassig spielenden Vereinen im Rhein-Main-Gebiet tätig. Nun feiert er am Samstag im zarten Alter von 64 Jahren beim Spiel in Freiburg sein Debüt als Erstligatrainer. Hängt natürlich damit zusammen, dass er auch schon genau diese Rollen schon das ein oder andere Mal in seinem Leben übernommen hat. Wer Ramon Berntroth kennt, das ist ein definitiv ein Fußballverrückter. Und da er auch schon 64 Jahre alt ist, glaube ich, dass es der Begriff Fußballverrücktheit, den hat er bestimmt in seiner Jugend irgendwie mit erfunden, weil er schon so alt ist. Spätestens zur Winterpause wird Berntroth Platz machen für einen neuen Trainer. Die Namen Bruno Labbadia und Kostas Runjajic, in früheren Jahren in Regional- und Oberliga-Zeiten schon einmal Aufstiegstrainer bei den Lilien, geisterten am Dienstag unter anderem durchs Böllenfalltor. Laut Präsident Fritsch reine Spekulation, denn 0,0 Kontakt zu niemandem bis dato. Gedanken über das Anforderungsprofil des neuen Trainers hat man sich bei den 98ern aber natürlich bereits gemacht. Und ich glaube, wir sind weiterhin gut beraten, einen, ich sage jetzt mal als Überschrift, einen, der die Arbeit der Tugenden verkörpert oder eher verkörpert, als jetzt einen Fußballprofessor. Es gibt natürlich zwei Überlegungsansätze. Es gibt jetzt einen Ansatz, nimmt man jetzt in erster Linie jemanden, setzt voll auf die Karte, ein erfahrener Mann, der vom Prinzip in erster Linie dafür da ist, den Ast erste Bundesliga festzuhalten? Oder ist es etwas, was perspektivisch aufgebaut ist, wo man sagen kann, das ist jemand, der vielleicht auch dann mal mehr Zeit bekommt und der dann auch längerfristig hier arbeiten kann? Wer mich kennt, kann unter Umständen ablesen, zu welcher Sache ich tendiere. Fritz schloss am Dienstag nicht aus, dass der neue Trainer bereits vor Weihnachten verpflichtet wird. Spätestens in der Pause wollen die Lilien aber einen Nachfolger für Norbert Meyer finden. Dessen Beurlaubung und auch der Abschied des sportlichen Leiters Holger Fach hatten nicht nur sportliche Gründe, vielmehr hätten einzelne Mosaiksteine in der Arbeit mit der Mannschaft nicht zusammengepasst. Das Engagement und auch die Motivation waren bis zuletzt da. Jedoch, wie gesagt, haben wir uns die einzelnen Mosaiksteine angeguckt und es sind dann einzelne kleine Teile, die in irgendeiner Form zusammenpassen müssen. Welche Punkte das genau waren, wollte Fritsch am Dienstag nicht verraten. Nach der Doppelentlassung blickte der Präsident nach vorne und hofft nach zuletzt 5 Niederlagen in Folge auf einen Aufschwung. Es fangen wieder die Darmstädter, wie soll ich sagen, Urinstinkte an zu wirken. Wir sind jetzt schon in den nächsten Stunden, in den letzten Stunden seit der Entscheidung, so muss man sagen, wieder massiv nochmals näher gerückt und das wird auch notwendig sein.